So, liebe Leute, letztes Spiel dieser Aufnahmesession, siebtes Spiel in Folge, sodass ich jetzt mal eine Woche wieder vorbereitet habe. Und weiter geht's heute mit dem Duell mit dem ersten FC Magdeburg. Mal wieder ein Heimspiel und dann geht's im Pokal gegen Bielefeld zu Hause und dann geht's auswärts nach Fürth. Also die nächsten drei Spiele werden auf jeden Fall so ein bisschen zeigen, wie es weitergeht in dieser Saison. Na gut, gehen wir rein ins erstmal die Pressekonferenz vom Spiel. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. So. Die haben schon einen super Kader, das tut natürlich weh. Zeitspiele sind mir so gerade scheißegal. So, okay, gehen wir rein. Wir sind am Ende angekommen. Ins Match. Pressekonferenz durch. Und jetzt geht's in der Liga weiter. Gucken wir gerade, was die Tabelle sagt. Die Tabelle sagt gerade mit dem Sieg, bis uns 6 sind wir wieder auf 6 Punkte dran. Freiburg hat mich gefatzt. Sie haben nämlich unentschieden gespielt, ein Spiel. Gut, okay, Presse, Spieler, Chat. Spieler Chat war es, okay, ich dachte, es wäre eine Presse. So, okay, gehen wir rein in die Partie gegen den FC Magdeburg. Gegen den ersten FC Magdeburg. Kirch sagt, jo, ich möchte gerne spielen hier, lass mich mal spielen, probier's mal. Gut, dann zeig, was du kannst. Auf geht's. Nicht nur meckern, auch mal Leistung zeigen. Trainer sagt auch ganz mal, okay, ich höre zu. Ich möchte die Spieler auch gerne mal ein bisschen erreichen. Also darfst du auch mal ran. Der Kader ist zwar relativ klein, wir haben jetzt einen Verletzten und den ersten Verletzten. Überhaupt, glaube ich, seit wir gestartet sind. Das ist gut. Macht auf jeden Fall beste Mut. Offensive gegen beste Defensive. Heute können wir beobachten, ob beide ihrem Ruf wirklich gerecht werden. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. So, okay. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Ja, können wir jetzt hier den nächsten Sieg holen? Das wäre der vierte, wenn wir den jetzt holen würden. In Folge. Wie gesagt, die Niederlage gegen Freiburg. Aber nach der Freiburg-Niederlage sind wir wieder ein bisschen dran. Sie sind jetzt 6 Punkte nur noch. Ja, haben sie im Heimspiel nur. Wenn wir sie da schlagen, sind es nur noch 3 Punkte. Also nur Freiburg wird, glaube ich, nicht jedes Spiel gewinnen. So, na gut. Gucken wir mal, ob wir es heute hinkriegen. Na dann, auf geht's. Match. Er pfeift an. Durchgang läuft. Ja, Ball kommt. Sterner, keine Abseits, oder? Nee, lass laufen. Schiedsrichter letzten Lauf.
Fan. Schön zugemacht. Sie unterbinden. Das war schlecht gelöst. Ja, Freier, Magdeburg müssen wir auch erstmal schlagen. Die werden sich auch nicht kampflos ergeben. Das ist klar. Schuler. Interessante Konstellation heute in dieser Partie. Der Blick auf die Statistik zeigt, das ist das Duell der. Das ist übrigens ein Innenverteidiger. Perry. Sozusagen Torflut gegen Abwehrbeton. Und da sind wir alle sehr gespannt, wer sich behaupten kann. Ja, sie haben deutlichen Ton kassiert. Wir knallen sie gerade vorne alle weg. Ich kann da keinen Favoriten erkennen. Mal gucken, was heute passiert. Also Magdeburg hat eine gute Defensive, die, wie gesagt, das wird kein Selbstläufer werden, auch wenn der Gegner von schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Schuss! Das war nicht, auch wenn es auf dem Papier leichter klingt. Weil es ist anfänglich nur Magdeburg oder sowas. Nein, nein. Die müssen erstmal geschlagen werden. Und dann machst du solchen mit solchen Dingern sowieso nicht. Peters. Carvalho, das ist Pedro. Guter Ball. Außen werden die Räume jetzt dafür. Also, yes! Perfekt rausgespielt. Pedro, Ulrich, Noah, 1-0. 18. 10. Gegentor für Magdeburg. Tor bei 30 schon. Da ist zuerst die Flanke und dann kommt der Kopfball, technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Der hat sogar noch die Zeit, entgegen die Laufrichtung vom Keeper zu setzen. Und es ist Tor Nummer 12 für ihn. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schuler. Also Aufgabe ist klar, ein Sieg, um oben ran zu bleiben. Freiburg hat gepatzt. Die haben ein Spiel unentschieden gespielt. Es sind nur noch 6 Punkte. Und der Pedro. Sicher, man sagt, nö, der ist meiner. Schuler. Lukas Schuler, den würde ich so gerne behalten. Den habe ich ja auch auf meiner Liste als vielleicht irgendwann zukünftige Stürmer mal. Wir werden eh viel mit jungen Talenten durchgehen. Wir werden nicht anfangen, jetzt irgendwelche Stars zu holen. Sondern wir haben irgendwann mal das Mega-Geld. Das haben wir jetzt gerade noch nicht. Der nächste Schritt können wir vielleicht nächste Woche machen, in der nächsten Partie machen. Weil dann ist der nächste Gegner nämlich schon wieder Bielefeld und das ist DFB-Pokal Runde 2. Jetzt müssen wir gerade gucken. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz, aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Ja, aber es ist noch nichts. Das könnte die Chance werden. Da haben sie die Chance. Oh, 2-0, yes! Sie ziehen auf zwei Tore davon. 36. Minute. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. So, Kirsch, der heute gesagt hat, hey, Trainer, lass mich doch mal ran. Da hast du einen Verletzten auf meiner Position. Da will ich heute mal ein bisschen was mitmachen. Okay, dann darf ich heute mal zeigen. Spielhälfte Buschi, grandioser Auftritt bislang, im Großen und Ganzen, eigentlich ohne echte Schwäche. Wir sind auf dem Weg gerade zum Sieg Nummer 4 in Folge, aber nochmal, wir haben in Lautern, er zieht ab. Wir haben in Lautern 3-0 geführt. Plötzlich stand es 3-2 und da fing er wieder an zu schwimmen. Wir kriegen immer mindestens ein Tor. Wir wollen jetzt hoffentlich heute mal wieder mal einen Sieg zu 0 der Tor. Wie war denn? Ja, schade. Bisschen
Schlecht gespielt. Okay, Pause. Pause. Nach dem ersten Durchgang liegen die Gastgeber hier in Führung. Sie liegen hier klar. Und jetzt geht. So. Gut, weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2. Felder brauchen wir nicht, läuft alles. Also kann man so eine Probleme bisher Jahr machen. Ah, wieder zu spät reagiert, solche Dinger, ne? Wieder ein bisschen zu spät gepasst. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. War geiler, war das gut, war das eben gerade? Da ist Platz. Was macht er draus? 3-0. Stöner. Heute ist es wieder Pedro gewesen, der mit der Vorlage. Der Mann auf rechts wird definitiv ein bisschen. Der Zehner wird auf jeden Fall deutlich besser mittlerweile. Der hat das letzte Spiel gemacht, hat ein Tor gemacht. Oder zwei Tore hat er letztes Spiel gemacht. Wieder mal wieder eine Vorlage gemacht. Also. Er wird so langsam. Er setzt sich durch. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos. Und Fakt ist, dann steht es jetzt gerade 3-0. Also Jonas. Stöner. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Den habe ich aus Kiel. Empfehle ich auch sehr viel. Dass er, wenn er den braucht, wenn er an guten Stellen rechts Mittelfeldspieler braucht, holt ihn. Der ist so teuer, ist er nicht. Ich habe 2,5 oder was habe ich bezahlt. Schuler. Schön vorbeigekommen. Oh nein, 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 nein. Der Abschluss, gar kein Zweifel. Elfmeter. Gibt Elfmeter. Was eine blöde Situation. Ja, das ist ganz, ganz ehrlich. Weil ich wollte eigentlich noch. Der Ball war weg. Und ich bin dann aus Versehen auf die falsche Taste gekommen. Aber, naja, alles gut. Und er macht den Elfer. Von wegen, es gibt keine. Kein zu Null. Klasse gemacht. Tor ist geschenkt. Der landet in der falschen Ecke. Der Ball ab durch die Mitte. Fürs das Spiel, so eben mit 3-0, kriegst es dann nicht gepackt. 3-1, da ist die Chance. Er ist da. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Ah, oh, ist das bitter. Du kriegst nicht direkt die Antwort. Es war direkt. In etwas Zählbares ummünzen. Sie sind heute einfach sehr offensiv stark. Immer wieder tolle Möglichkeiten. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, die Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Aber für Bayreuth. Jetzt hat er's. Er spielt den Steilpass. Schön vorne. Jetzt kann Nobor frei auf den Keeper zugehen. Und der Keeper war dran. Der sagt dann, nein. Mich überlupfst du da nicht mal eben. Ich wollte mich überlupfen. Gute Aktion, sie haben den Ball. Aber er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Er ist zu früh durchgestartet. Abseits. Okay, jetzt hätte er den Freischuss geben können. Für uns. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Müller. Schuler. Schuler, ja, der war ein bisschen angeschlagen nach der Elfmeterszene. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Kirsch. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Ich will jetzt gerade den Ball, lass mich doch in Ruhe. Schöner Pass da. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Erhalten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee, danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Lippert. Könnte jetzt was werden. Sie können sich da hinten befreien. Ja, sie machen gerade ein bisschen... Abseits, Alter. Knapp. Haben Sie Pech in der Szene? Jetzt will er neue Akzente setzen. Es gibt den Doppelwechsel. Müller.
und es bleiben noch 5 Minuten. Die Flanke jetzt. Ah, das darf nicht passieren. Und dann so eine Gurke. 2 zu 3 nur noch. Was für eine Schlussphase. Wir sehen sie in dieser Was war das denn für ein Tor? Du hast sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst. Und du schenkst den Gegner jedes Mal mit so beschissenen Aktionen drin. Ein Gegentor. Wie gesagt, ich habe 7 Spiele in Folge aufgenommen mit diesem Spiel hier. Und ich glaube, in jedem Spiel hast du einen mindestens gekriegt. Und meistens sind das solche Pimmeldinger, die da hinten reinfallen. Gut, dann kann man sich jetzt durchwechseln. Was? Dann fallen Tore. Und dann fallen dir solche Dinger hinten rein, die einfach gar noch gar nichts aussehen. Und dann fallen die. 3 zu 2 also. Da ist alles drin. Schumacher vielleicht jetzt. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Ja, es ist das. Leider. Das war's für heute. Das Spiel ist ja, und dann ist Ende. Sich hier über diesen Sieg freuen. Das ist natürlich schon ein tolles Resultat. Sie haben ja, du führst das Spiel mit 3-0 und fängst ja schon wieder wie gegen Kaiserslautern. Durch so blöde Aktion wie der Elfmeter, wo der eigentlich aus dem nächsten gar nichts kriegt und dann fällt da so ein Ding da hinten rein, ey. Naja, 3-2, vierter Sieg in Folge, am Ende ist es wurscht. Aber du kriegst einfach halt jedes Mal irgendwelche Gegentore. So, Sandhausen, Lautern 1-1. Beide haben wir geschlagen, auswärts. Wie gesagt, der nächste Gegner ist Arminia Bielefeld und dann geht's nach Fürth. Mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Mit dem sind wir sogar noch stärker. Da geben haben wir die hohen Punkte geholt. Wie gesagt, wir machen es jedes Mal uns unnötig schwer. Ah, grandioser Auftritt. So, ich muss mich jetzt langsam nicht fertig machen. Ich muss jetzt gleich auch mal so Richtung Arbeit. Ich muss nämlich tatsächlich, heute ist Sonntag, also quasi auch, glaube ich, die Folge aus, weiß ich gar nicht, die kommt ja auch sonntags. Ja, ja, doch, alles gut. Ich muss nämlich jetzt arbeiten. Wir haben das Woche vorher, wir haben heute den 12. Und wenn die Folge... Wenn ich hier aufnehme, wie voll rauskommt, ist glaube ich der 19. Naja, gut. Es muss definitiv Änderungen geben. Das, was ich gerade angesprochen habe. Jedes Mal hast du wieder diese blöden Situationen in der Defensive. Na gut. Wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Partie wieder. Und dann geht's gegen Bielefeld. Okay, das war klar. Gut. Und wieder mal sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bielefeld ist dann der nächste Gegner im DFB-Pokal. Ist mal wieder ein Heimspiel. Da sehen wir noch relativ gut aus. Und da wollen wir dann in die dritte Runde. Wir wollen wieder nach Berlin. Das ist unser großes Ziel. Und diesmal wollen wir den entscheidenden Schritt weitermachen. Na gut. Ich sehe mich da. Sehen wir uns dann wieder. Morgen um 14 Uhr.